Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Petra Durst-Benning und ich lese euch wie jeden Tag aus meinem neuen Roman Die Köchin vor. Heute schon das 15. Mal. 15 mal 3 sind 45 Minuten, die wir schon zusammen verbracht haben. Wer mag, kann sich alle Teile davor auch noch hier auf TikTok anschauen. Wir sind im ersten Kapitel. Fabienne und Violaine, ihre Mutter, sind an der Schleuse angekommen. Weiter geht's. »Violaine, Chérie, ich habe einen ganzen Sack Wäsche für dich«, rief einer der Männer von seinem Boot zu den Frauen hinauf. »Dann bringen sie mir nachher vorbei«, gab Violaine zurück. »Violaine, Severin hat mir die getrockneten Tomaten mitgegeben, die du bestellt hattest.« Behende kletterte ein junger Mann von einem anderen Boot die Uferböschung hinauf und drückte der erfreuten Violaine ein Leinsäckchen in die Hand. Sein Hund, der seinem Herrn beherzt gefolgt war, sprang aufgeregt an Fabiens Korb hoch. »Violaine, was gibt's heute Mittag zu essen? Doch hoffentlich nicht Severins alte Schrumpeltomaten«, rief ein anderer der wartenden Schiffer. Lucien Fabre hatte anstelle von Waren Passagiere und Post geladen. Viele dieser Barque de Post gab es nicht mehr. Seit vor mehr als 20 Jahren die Zugstrecke von Bordeaux nach Sète eingeweiht worden war, reisten die meisten Leute mit dem Zug. Wenn überhaupt noch jemand auf dem Kanal unterwegs war, dann fuhr er meist auf einem der Frachtschiffe mit. Wie es Lucien Fabre dennoch gelang, Passagiere für sein Boot zu finden, war Fabien schleierhaft. »Von wegen Strumpeltomaten, sei nicht so frech«, antwortete Violaine lachend. »Und sag mir lieber, wie viele Passagiere du an Bord hast.« Sie schirmte mit der rechten Hand ihre Augen ab, um gegen die Sonne besser sehen zu können. »Fünf Herren, sie interessieren sich sehr für die Historie des Kanals. Es wäre ihnen eine Freude, würde der Herr Schleusenwärter ihnen ein wenig von seinem reichen Wissensschatz vermitteln«, antwortete der Schiffer und grinste ihr verschwörerisch zu. »Bis später.« Fabienne stieß einen zufriedenen Seufzer aus. Mutter ging es wieder gut, Vater würde heute in seinem Element sein. Wenn jetzt noch Erik kam, dann konnte man sich über den Tag wahrlich nicht beklagen.